Der FCK ist noch kein Zweitligist. Das oder so ähnlich war die Aussage von Thomas Hengen in einem SWR-Podcast. Um den großen Schock bzw. auch den Trash-Talk in den Kommentaren zu vermeiden, dass es nicht auf die aktuelle Tabellensituation oder das Sportliche des 1. FC Kaiserslautern gelenkt, sondern eben die Strukturen im Verein. Man muss sich einfach mal vorstellen, ein familiengeführtes, kleines, schnuggeliges Unternehmen in einem kleinen Dörfchen wächst auf einmal rasant 22, 30, 40, 50% pro Monat oder auch Jahr und sie wissen gar nicht, wohin damit. Natürlich ist bei so einem extremen, schnellen Wachstum von einem auf den anderen Tag oder auch von einem auf den anderen Monat viele Prozesse, Strukturen oder sonstiges innerhalb dieses Unternehmens noch gar nicht diesem Wachstum überhaupt gewachsen oder kann diesem überhaupt standhalten. Warum dieses Beispiel? Naja, so ein bisschen ist es auch mit dem FCK, denn der FCK war jahrelang in der dritten Liga, was so ein bisschen das Niemandsland des Profifußballs ist. Man stand mit einem Bein gefühlt in der Regionalliga, man hat einen Insolvenzprozess hinter sich, beziehungsweise da ist der Thomas Hengen erst zum FCK gestoßen. Und in dieser Zeit, beziehungsweise in diesen paar Jahren, ist natürlich der sportliche Erfolg von dritten der Liga, Belangungslosigkeit, eben hin zu einem Zweitligist, der aktuell auf dem vierten oder auch fünften Tabellenplatz steht, je nachdem, wann ihr das Video seht, vielleicht ist da die Saison auch schon wieder vorbei. Allerdings muss man sich da natürlich vor Augen rufen, dass diese Strukturen und Prozesse nicht von einem auf den anderen Tag auch bei einem Fußballverein da ist. Man schaut, dass man die Zukunft stabilisiert, eben mit vier Mitgliedern. Man schaut eben, dass man sich sportlich stabilisiert in der Liga. Aber was natürlich irgendwo da sein muss, ist der Realismus. Thomas Hengen hat auch in einem Interview bereits gesagt, dass er gerne einen Kaderplaner im Verein hat. Das gibt es auch so noch nicht beim FCK. Und das sind halt so Themen, die in vielen großen Vereinen oder ich sag's mal auch gestandenen Zweitliga-Clubs eben vorhanden sind. Und das vergisst er eben der ein oder andere einfach mal, wenn man auf die Tabelle schaut. Natürlich, jeder Fan, auch ich ganz klar, würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir in die erste Bundesliga aufsteigen. Aber muss ich eben trotzdem weiterhin und immer wieder, und ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, dass wir einfach nicht bereit sind, stellenweise nicht mal für die zweite Bundesliga, wenn man schaut, was für Strukturen wir haben und was für Strukturen eben ein HSV hat. Auch in Darmstadt 98 würde ich damit reinziehen, Heidenheim und so weiter und so fort. Die Vereine hat auch Thomas Hengen in diesem Interview mit einbezogen, die eben stabilisiert in der zweiten Liga sind, die ein ganz anderes Fundament haben. Eben beim FCK wurden eher Stellen abgebaut als, naja, neue geschaffen. Und das muss man jetzt halt natürlich extremst langsam und auch behutlich und wie auch immer, welches Wort ihr noch verwenden wollt, machen. Falls ihr natürlich nach einem neuen Job sucht, schaut gerne mal beim FCK vorbei. Die suchen aktuell echt viel, egal ob in der Gastronomie, beim e.V., in der Geschäftsstelle, im NLZ oder wie auch immer. Link packe ich euch gerne unten in die Videobeschreibung. Natürlich hat der FCK immer noch einen großen Schatten in der Welt des Fußballs. Jetzt natürlich nochmal einen größeren in der zweiten Liga und der aktuellen Tabellensituation geschuldet als damals in der Belanglosigkeit der dritten Liga. Allerdings, so wie Thomas Hengen es bezeichnet hat, sind wir ein kleiner Fisch im Konzert der Großen, was natürlich einfach dahingehend wieder auf alles im Verein herum ist. Was er natürlich sagt und was ich auch sage, was auch in einem weiteren Video noch behandelt wird, ist einfach, was man nicht vergessen darf, ist die Demut, die diesen Verein eigentlich so ausmacht. Natürlich haben wir Erfolge und große Erfolge in der Vergangenheit gefeiert. Allerdings ist diese Demut ein Kern, was den FCK eben ausmacht, dass wir nicht zu hoch oder zu großkotzig denken, sondern immer bescheiden an die Sache herangehen. Und das muss man natürlich auch in der jetzigen Situation weiter so führen. Natürlich, was sensationell ist und was ich auch jetzt vergangenes Wochenende beim Spiel von Kräuter führt, wieder miterleben durfte, ist einfach diese bedingungslose Unterstützung Woche für Woche im Stadion. Die hat auch Thomas Hengen angesprochen. Klar, er erlebt es nochmal anders von der Trainerbank als ich auf dem Rang. Aber man muss einfach sagen, es ist wirklich krass, was da die Fans abliefern. Da steht selbst die Süd- oder die Nordtribüne bei einem eroberten Ball oder bei einem erfolgreichen Dribbling auf und es wird geklatscht und so weiter und so fort. Da ist einfach eine Stimmung. Die sucht in Deutschland, glaube ich, in der zweiten Liga, bis auf vielleicht den HSV, definitiv ihresgleichen. Und in der ersten Liga brauchen wir uns da auch definitiv nicht vor verstecken. Und da natürlich bei den Fans sind wir schon erstligareif. Alles andere müssen wir natürlich jetzt gemeinsam mit dem Verein einfach schauen, dass wir die in Ruhe arbeiten lassen, dass wir eben denen ihre Arbeit machen, genauso wie keiner euch irgendwie, wenn ihr am Handwerk arbeitet, da irgendwie in eurem Bau reinfischen sollt oder. Deswegen lasst uns den Verein unterstützen, lasst uns aber immer bedenken, wo wir erst hergekommen sind, was wir hinter uns haben und lasst uns einfach demütig an die Sache rangehen. Da appelliere ich ein bisschen an euch Fans da draußen. Klar, bei mir ist es nicht anders. Eine Herzhälfte sagt, ja,
ich will in die erste Liga, ich will endlich wieder Spiele gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Schalke, wenn sie in der Tabelle weiter nach oben klettern, aber auch gegen Stuttgart oder vielleicht auch mal wieder ein Derby gegen Mainz. Aber wir müssen eben schauen, dass wir wirklich da keinen Fehler machen, weil wir sehen, Ingolstadt zum Beispiel hat ein gutes Beispiel oder in dem Sinne ein negatives Beispiel, haben ein Jahr sich in der ersten Liga gut halten können, das zweite Jahr sind sie dann wieder abgestiegen, spielen jetzt in der dritten Liga gegen den Abstieg. Das sind Sachen, die würde ich ungern für den FCK oder für meinen Verein haben. Deswegen lasst uns wirklich nicht vergessen, wo wir hergekommen sind. Lasst uns den Verein weiter so unterstützen, aber lasst ihn wirklich in Ruhe arbeiten, weil wir sehen, was Unruhe anstiften kann bei Hertha BSC, bei Schalke und so weiter und so fort, bei Bayern auch mal, ne? Deswegen lasst uns da wirklich gemeinsam anpacken und schreibt mir gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema mal unten in die Kommentare. Hier kommt ihr jetzt noch zum letzten Video über den FCK. Gerne auch auf meinen Kanal schauen, da findet ihr weitere Videos zum FCK und zur Welt des Sports, egal ob es NFL bzw. Football, Formel 1 oder auch Fußball im Generellen ist. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Haut rein, euer Marvin, ciao.